Ihr Lieben, schön, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Schön, dass du da bist, hier in diesem wunderschönen, warmen Gottesdienstsaal. Ich hoffe, die zu Hause zuschauen, haben ein paar coole Getränke, weil hier im Sommer wird es dann doch immer relativ heiß. Hier geht es immer heiß her. Deswegen schön, dass ihr da seid. Und bevor ich in die Predigt starte, würde ich gerne noch beten. Jesus, wir haben das gerade gesungen, wohin sonst sollen wir gehen? Und irgendwie ist diese Frage klar, aber der Weg dahin zu dir oftmals so schwer. Da sind so viele Dinge in unserem Leben und in unserem Herzen, die nach Aufmerksamkeit schreien, die an uns zehren. Und dabei ist das, wonach wir suchen, die Liebe bei dir zu finden. Und ich danke dir, dass du dich finden lässt. Und das ist auch heute mein Gebet, dass wir von dir gefunden werden. Jetzt, wo wir hier gerade sitzen, an dem Ort, wo wir gerade sind. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der aufsteht und sucht, der das Dunkle hell macht. Ich danke dir, dass du Sehnsucht nach uns hast. Und ich will dich bitten, dass du Sehnsucht nach dir in uns entfachst. Und Jesus, hilf uns, unser Leben nach dir auszurichten. Alles soll dir zur Ehre dienen. Und deswegen hilf mir, so zu reden, wie es dir gefällt, Jesus. In deinem Namen. Amen. Wir sind ja in diesem Jahr mit dem Thema Gemeinschaft unterwegs und probieren uns da ein bisschen dran abzuarbeiten. Und Heinz-Dieter, du hast es schon gesagt, es gibt so mit der Olympia verschiedene Vergleiche. Wir haben uns jetzt die letzten Male so die 7-Cent-Schreiben angeguckt. Das ist im Endeffekt so die Idee, die der Trainer hat, ne, über seine Gemeinde, mit dem Feedback, was er zu seinen Leuten hat, und das ist unterschiedlich. Bei manchen sagt er, macht er richtig gut, da sind noch ein paar kleine Stellschrauben, und bei der letzten Gemeinde sagt er, also eigentlich müssen wir euch alle auswechseln. Aber, wie beim Handball, ich vertraue euch, dass ihr das auch schafft. Mal ganz kurz, wer hat Handball-Achtelfinale gesehen? Krimi, oder? Ey, ich saß hier vorne im Auto auf der Bruchköbeler Landstraße, mache das Radio an und der Kommentator sagt, da noch 7 Sekunden, Deutschland hat verloren, liegt mit einem Tor hinten. Und dann passiert das Wunder schlechthin, ne? Wir kriegen den Ball und werfen das Tor. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe fast ins Lenkrad gebissen. Wirklich, hinter mir die Leute müssen gedacht haben, da ist einer da. Habe ich es richtig gefeiert. Also, kurze Anekdote. Und was wir uns jetzt anschauen ist, so ein bisschen Leben in der Gemeinde. In dem Neuen Testament gibt es immer wieder Briefe, die Paulus, Johannes oder Petrus an Gemeinden schreibt. Und was du in jedem einzelnen Brief findest, ist, dass es einen Abschnitt gibt, was sie über Gemeinde denken und wie sie auch Gemeinde verstehen im Kontext des Zusammenlebens. Und da schauen wir uns heute mal das ein bisschen an, weil Gemeinde ist mehr als eine Mannschaft. Gemeinde ist mehr als ein Hasenzüchterverein. Ne, Gemeinde ist irgendwie mehr als ein Zusammenschluss von Menschen, die mal irgendwie an Jesus glauben oder so. Sondern was in Gemeinde passieren soll, ist, dass etwas, was unsichtbar ist, zutage tritt. Also du und ich, wir glauben an Jesus, wir haben eine Beziehung zu ihm und die Bibel spricht davon, dass in dieser Beziehung heraus Früchte entstehen und diese Früchte werden auf einmal sichtbar, erlebbar, erfahrbar. In unserem Herzen und auch eben in unserer Gemeinde. Und da schauen wir uns heute mal den Römerbrief an. Ganz genialer Brief. Paulus schreibt diesen Brief an die Leute in Rom. Er kennt die Gemeinde nicht, war selber noch nie in Rom gewesen. Und echt ein herausfordernder Brief, weil Paulus erzählt ganz viel von seiner Theologie und macht das irgendwie, breitet das aus und probiert die Leute für seine Theologie zu gewinnen und probiert nochmal so neue Akzente zu setzen. Und in dem 12. Kapitel fängt er denn an, auf das Gemeindeleben Bezug zu nehmen. Und er fängt dieses 12. Kapitel an, wo er sagt, ihr lieben Römer, euer Leben ist Gottesdienst. Also das ist das, was er ihnen zuerst sagt. Euer ganzes Leben ist ein Dienst an dem Herrn. Das ist nicht nur irgendwie, wenn ihr euch in der Gemeinde trefft,
am Sonntag oder im Hauskreis, sondern er sagt, euer ganzes Leben ist eigentlich die Ausrichtung auf Jesus, die Ausrichtung, ein Dienst auf ihn hin. Und dann fängt er an, und es ist der Vers 9, wo er sagt, dieses Leben, was ihr ausrichtet im Gottesdienst, das zeigt sich in der Gemeinde. Und ich lese uns das ganz gerne mal vor. Diesen Abschnitt von 9 bis 12 sind nicht viele Verse, kannst du gerne mitlesen. Und ansonsten findest du das auch hinter mir. Und das schreibt Paulus an die Römer: Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse und haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Und im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. Im Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Und nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Ein zentrales Thema ist Leben in der Gemeinde, und du findest es in jedem einzelnen Brief im Neuen Testament, dass die Liebe thematisiert wird. Das ist egal, in welchem Brief du nachguckst, ob das Paulus ist, ob das Johannes ist, ob das Jakobus, Judas oder Petrus ist. Es kommt in allen Briefen vor, und Liebe ist hier nicht gemeint, dieses romantische Miteinander, dass man irgendwie cool miteinander sein muss, sondern das ist etwas Tieferes, was wir uns an dem ersten Punkt jetzt mal angucken wollen. Im 1. Petrus 4, 8, nee, noch nicht. Doch, die Liebe sei ungeheuchelt. Doch, passt. Entschuldigung. In 1. Petrus 4, 8 hält Petrus die Gemeinde an, wo er sagt, ey, das Wichtigste, wonach ihr strebt, ist, dass ihr Liebe untereinander haben sollt. Dass ihr diese innige Liebe füreinander und miteinander haben sollt. In 1. Johannes 3, 16 gibt Johannes der Gemeinde mit, Jesus als Vorbild zu nehmen, der sein Leben für die Gemeinde gegeben hat, und kommt dann zu dem Schluss, dass auch jeder Einzelne in der Gemeinde sein Leben geben soll für die Geschwister. Und ich sehr herausfordernd, in Philipper 1,9 betet Paulus für die Philipper, wo er sagt, ey, in allem bete ich, aber vor allem, dass die Liebe zunimmt, die ihr zueinander habt, und dass ihr zu mehr Erkenntnis und zu mehr Einsicht kommt und das zunimmt. In 1. Korinther 13 widmet er eigentlich so einem ganzen Kapitel der Liebe. Ne, Hohelied der Liebe wird das überschrieben, und das endet damit: Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, und er kommt zu diesem Punkt, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Jetzt sind wir schon relativ weit im Jahr fortgeschritten. Weiß jemand noch, was die Jahreslosung ist? Genau. Richtig. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist der Abschluss vom Korintherbrief. Und eine Frage habe ich noch. In Galater 5, 22 beschreibt Paulus die Geistesgaben. Weißt du, was die erste Geistesgabe ist? Liebe. Ja, obviously, ne? Oh, sehr gut, genau. Es ist die Liebe, und da finden wir schon so diesen Punkt, dass Liebe schwer etwas ist, was wir irgendwie produzieren können. Also, wenn ich Probleme mit dir habe, kann ich mich hinsetzen und probieren, angestrengt meine ganzen negativen Emotionen, die ich über dich habe, wegzudrücken und zu sagen, ich liebe ihn jetzt von ganzem Herzen, und mein Herz sagt, nö, bin ich heute nicht dafür, habe ich schwerwiegende Einwände dagegen. Also Liebe ist etwas, was wir schwer produzieren können. Dass Liebe mit einer Entscheidung anfängt, ist immer noch mal was anderes. Aber Liebe, von der wir hier lesen, auch wenn Paulus sagt, ne, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, und auch hier, dann redet er von einer Agape-Liebe, von der Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Und das ist so dieser erste Punkt, den ich hier rausstellen will, im gemeinsamen Leben, das durchaus herausfordernd ist. Müssen wir zuerst die Liebe aufsuchen, bevor wir sie weitergeben können. Also es beginnt damit, dass wir uns dieser Liebe aussetzen. Und das ist das, was Paulus eigentlich auch macht in diesem Brief, den er an die Römer schickt. Er erklärt ihnen ganz viel, dass eigentlich die Heiden, die auch zu ihrer Gemeinde gehören,
Teil davon sind, Teil von diesem Gottesvolk werden. Er erklärt ihnen, dass Gott die Welt geliebt hat, als sie noch Sünder waren, als sie noch Gott abgelehnt haben. Er erklärt die Kreuzestheologie, wo er ihnen sagt, du bist so wertvoll für Jesus, dass er bereitwillig war, sein Leben zu geben, um dir zu zeigen, wie kostbar du bist. Und er erklärt ihnen in diesem Brief, dass eigentlich wir gar kein Anrecht auf diese Liebe haben, weil alles, was wir in unserem Leben gemacht haben, eher das war, diese Liebe wegzudrücken. Und er erklärt ihnen, dass Gottes Liebe so weit reicht, dass sie nicht zufrieden ist, wenn wir nicht mit Ja antworten. Und er erzählt ihnen hier, dass sie Teil sind von Gottes Volk, dass sie Teil von seiner Familie geworden sind und dass Gott Sehnsucht nach den Menschen hat und uns annimmt in seiner Schwachheit. Bestimmt kennst du das Doppelgebot der Liebe. Hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch. Das ging darum, das erste oder der erste Punkt ist, ne, du sollst Gott lieben mit all deinen Gedanken, mit all dem, was du hast, mit all dem, was du bist, mit ganzem Gemüt. Und der zweite Punkt ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da vergessen wir oftmals diesen zweiten Satz, wie dich selbst. Also scheinbar ist der Maßstab deiner Liebe der, wie du dich selber liebst. Ich sag's mal so, wenn du mit dir unzufrieden bist und es Dinge gibt, die du an dir verurteilst, wird das automatisch auch so sein, dass du diese Dinge in anderen sehen kannst und die auch verurteilst. Also da, wo wir diese Herausforderung haben, uns selber nicht anzunehmen, haben wir die Herausforderung, dass es uns auch schwer fällt, den anderen anzunehmen. Kurz heißt es, ich muss geliebt werden, um zu lieben. Das ist wie beim Auto. Muss getankt werden, um zu fahren. Wenn der Tank leer ist, geht es irgendwann nicht mehr weiter. Weil dann stehst du mitten auf der Autobahn, völlig lost und keiner hilft dir. Und wir brauchen das, jeder für uns und auch in der Gemeinde, dass wir immer wieder einen Tankstopp machen und uns aufladen. Auftanken. Es gibt Sehnsüchte in deinem und in meinem Herzen. Und da, glaube ich, können wir keine großen Unterschiede machen. Ich glaube, tief in unserem Herzen hat jeder diesen Wunsch, gesehen zu werden. Von den Menschen um ihn herum. So wie man ist. Mit seinen ganzen Ecken und Kanten. Irgendwie hat man, glaube ich, den Wunsch, gesehen und angenommen zu werden. So wie man ist, oder? Ich glaube, in uns schlummert diese Sehnsucht, geliebt zu werden. Irgendwo anzukommen, angenommen zu werden. Tief in unserem Herzen haben wir diese Sehnsucht, Heimat zu finden. Und wir Menschen, wenn wir hungrig sind, wir probieren, diesen Hunger zu stillen. Wir probieren, diese Sehnsucht in unserem Herzen zu stillen. Und das fängt da an, dass wir probieren, egal ob das bewusst oder unbewusst ist, in dieser Welt diese Sehnsucht zu stillen. Und dann werden andere Menschen oder dienen andere Menschen dazu, dass sie uns diese Sehnsucht stillen müssen. Du musst mich für toll achten, damit ich in meiner Identität bestätigt werde. Du musst mich lieben, damit ich weiß, dass ich wertvoll bin. Und wenn du das nicht machst, dann sagt mein Herz, nee, auf den haben wir keinen Bock. Weil er gibt mir nicht das, was ich will. Er gibt mir nicht das, was meine Sehnsucht stillt. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist. Ich glaube, wir brauchen diesen Punkt außerhalb von uns selbst, der unsere Identität bestätigt. Ich glaube, im Kern unseres Wesens sind wir verunsicherte Menschen. Das ist dieser Punkt, ne, was glauben die Leute über mich? Was denken sie über mich? Wie haben sie mich wahrgenommen? Habe ich auch immer wieder. Und ich glaube, was wir brauchen ist, dass in der Beziehung, die wir mit Jesus haben, wir unsere Identität bestätigt bekommen. Wir sind kostbar, weil Gott uns geformt hat, weil er Freude an uns gehabt hat und wir dürfen das an diesem Kreuz sehen, dass er bereitwillig kam und gesagt hat, am Kreuz sehe ich diese ganze Generation vor mir und ich will mich hingeben, damit sie mich finden dürfen.
Und diese tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme ist eigentlich der Schrei unseres Herzens, weil wir wissen, dass wir dazu geschaffen sind, mit etwas viel Höherem in Beziehung zu treten. Und ich glaube und bin davon zutiefst überzeugt, dass wir diese Sehnsucht nur in Jesus und in Gott gestillt bekommen. Und erst dann haben wir die Möglichkeit, die Kapazität, auch Leute zu lieben, die vielleicht echt herausfordernd sind oder mich nicht lieben. Weil ich aus einem Punkt heraus agieren darf, wo ich trotzdem weiß, ich bin geliebt. Unabhängig davon, wie er mir gegenüber ist, wie sie mir gegenüber ist, was sie über mich sagt oder denkt, kann ich trotzdem mit einem offenen Herzen auf diese Person zugehen. Und das ist dieser Punkt, den Paulus hier klar macht, wo er sagt, die Liebe unter euch sei ungeheuchelt. Ich glaube, das Schnellste, was man heuchelt, wenn Leute zusammenkommen, ist Liebe. Man will ja den anderen nicht verletzen. Aber ich glaube, was jeder mitkriegt, ist, ob hier echte Gemeinschaft, die voll von Liebe ist, die Leute bewegt, oder ob das nur auf einer platonischen, flachen Ebene ist. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen es mitkriegen, ob wir Liebe heucheln oder nicht. Und was er eigentlich hier sagt, ist, wenn du das mitkriegst, dass du deinen Bruder und deine Schwester schwer lieben kannst, dann müssen wir nochmal ins Gespräch gehen. Dann müssen wir nochmal anfangen, darüber zu reden, was mein Evangelium über dich sagt und was mein Evangelium über den anderen sagt. Und Paulus schreibt danach, hasst das Böse, also eigentlich verabscheut das Böse und haltet fest am Guten. Und man kann das ganz schnell auf den anderen anwenden und sagen, ja, hier und da hast du das irgendwie schlecht gemacht und bla, und hast du nicht gesehen. Ein Punkt von Liebe ist das Unangenehme und das, was Sünde ist, anzusprechen. Aber ein Punkt von Liebe ist auch auf mein eigenes Leben zu schauen und sagen, ich will nicht so denken und ich will nicht so sein. Ich habe letztens vor ein paar Wochen auf Social Media ein Meme, glaube ich heißt es, gesehen. Da ist geschrieben worden, Christen lästern nicht, sie sammeln Gebetsanliegen. Wo ich mir dachte, gut, ne? Es passiert viel vielleicht auch unter einem geistlichen Deckmantel, aber Christen lästern nicht. Punkt. Christen reden nicht schlecht übereinander, weil Gott nicht schlecht über dich redet. Der sitzt auch nicht in seinem Thronsaal und unterhält sich mit den anderen und sagt, ja, guck mal, was der Daniel schon wieder gemacht hat, also was der schon wieder für Gedanken hatte über den und die. Wenn der Maßstab der Liebe ist, wie Jesus uns liebt, dann ist schlecht übereinander reden keine Option. Christen reden nicht schlecht übereinander, Punkt. Und die Frage ist dann immer wieder, wie das im eigenen Leben Gestalt gewinnt. Und Paulus zeigt es hier, wo er sagt, ne, Liebe zeigt sich in, und das ist Vers 10, in der Bruderliebe, wo er ihn sagt, ne, in der Bruderliebe oder der Geschwisterliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Was hier ein bisschen beschrieben ist, ist diese Liebe und Zuneigung, diese innige Liebe, so kann man das auch übersetzen, und Fürsorge, wie es in Familien gibt. Ich glaube, jeder von uns hat intuitiv ein Bild von Familie, wie es in Perfektion aussieht. Bin ich felsenfest von überzeugt. Und es ist nicht durch Medien in irgendwie uns hineingelegt worden, sondern ich glaube eben aufgrund der Sehnsüchte, dass in uns das angelegt ist. Und dann hast du deine Familie. Du hast das Bild intuitiv und du hast deine Familie. Gut, manchmal ist man näher dran an diesem Idealbild und manchmal ist auch stellenweise man ganz weit weg. Ja, Weihnachten steht jetzt auch kurz vor der Tür, das ist immer so Fest der Familie. Fest der Hiebe kann man es auch sagen, nein, Fest der Liebe. Ich glaube, jeder von uns hat dieses Bild drin und das ist das, was Paulus hier anspricht.
Familie ist etwas, das Geborgenheit vermitteln soll. Also Kinder brauchen Geborgenheit, um aufzuwachsen, um groß zu werden, um selbstständig zu werden. Ich glaube, wir haben diese Sehnsucht danach, dass in der Familie wir gesehen und angenommen werden, so wie wir sind. Und dass das, wo wir uns befinden, ein vertrauter Rahmen ist, wo wir uns öffnen dürfen. Also Liebe als Familie, als etwas, was voll von Liebe ist und wo der andere gesehen wird. Und hier schreibt Paulus auch noch, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Und das ist so dieser zweite Punkt, Gemeinde als Familie im positivsten Sinne. Dass wir trotzdem immer noch das Ideal haben und immer noch auf der anderen Seite die anderen Leute, das ist wohl noch was anderes. Aber er spricht hier dieses positive Bild an und sagt, einer achte den anderen mehr als sich selbst. Also nochmal. Einer achte den anderen mehr als sich selbst. Beispiel. Gottesdienst kann ja sehr unterschiedlich geprägt sein. So viele Leute wie ihr sind, so viele unterschiedliche Geschmäcker hast du. Von der Art der Predigt bis hin zur Musik, von der Gestaltung bis hin zu der Gemeinschaft. Ich weiß es nicht. Einer achtet den anderen mehr als sich selbst. Wie geht es dir damit, wenn die Predigt dir nicht gefällt? Wenn die Musik dir nicht gefällt? Wie gehst du aus dem Gottesdienst raus? Wo du sagst, ja, war ein super Gottesdienst, auch wenn die Predigt mich nicht angesprochen hat oder auch wenn die Musik mich nicht angesprochen hat. Oder gehst du raus, wo du sagst, na, das ist jetzt war auch wieder richtig doof, die Musik und der Gottesdienst und bla, hast du nicht gesehen und meine Güte, sowieso heute der Sonntag. Boah! Weißt du, was passiert bei diesen beiden unterschiedlichen Dingen? Bei dem einen gucke ich auf mich selber. Ey, und das, du darfst einen Geschmack haben. Ich liebe Lakritze. Ich würde euch niemals befehlen, dass ihr Lakritze liebt. Ne? Allein, weil ich sie denn öfter teilen müsste. Aber von da an, das ist gut, dass Helga und ich das haben. Ja? Aber dass wir anfangen zu gucken, okay, wenn dieses Ding, wenn das mein Geschmack nicht trifft, kann es aber trotzdem sein, dass Jesus zu jemand anderen dadurch spricht. Und wenn die Musik mir nicht passt, dann kann das sein, dass der eine trotzdem, keine Ahnung, wenn wir das auf Schwedisch singen, hinten die Hände in den Himmel reißt und auf einmal anfängt, Gott zu loben. Und dieser Punkt, den einen mehr zu achten als den anderen, ist, sich selber in seiner Gefangenheit des Ichs rauszunehmen und zu sagen, ich gebe dir den Vortritt. Das ist das, wo Paulus sagt, da zeigt sich diese Liebe. Und er sagt es weiter auch noch, im 12. Kapitel, das habe ich jetzt nicht mit vorgelesen, aber ich habe es als PowerPoint mitgebracht, wo er ihnen sagt, hey, seid gleichgesinnt gegeneinander und trachtet nicht nach Dingen, die oben sind, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen und haltet euch nicht selbst für klug. Und seid gleichgesinnt. Habt einen Sinn, eine Zugrichtung, zieht nicht irgendwie jeder an einem Strang irgendwie in verschiedene Richtungen, sondern ja, probiert zusammen unterwegs zu sein, und an dem gleichen Strang zu ziehen und zu sagen, hey, ich muss jetzt hier nicht vorne stehen, sondern vielleicht kann ich auch dem anderen dienen in irgendeiner Art und Weise und auch im Gottesdienst. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, halte ich selbst nicht für klug. Wie viele Fehler habe ich gemacht, weil ich dachte, ich habe voll die Ahnung. Ja, und dann Pustekuchen. Ging es gar nicht. Meine Frage für dich ist, in der Familie, ne, gibt es eine Kultur und gibt es ein Klima, das geprägt wird. Wenn Gemeinde Familie ist, dann ist meine Frage an dich, wie kannst du Gemeinde als Familie im positiven Sinn prägen, dass eben genau das passiert? Vertrauen, Annahme, Liebe, Geborgenheit. Da bist du gefragt, da bin ich gefragt. Und das ist vielleicht meine Frage, die ich dir mitgeben möchte für die Woche. Was kann dein Beitrag dazu sein. Weil was passiert ist, dass in diesem Punkt, einer achtet den anderen mehr als sich selbst, dass Gottes Wesen widerspiegelt.
Vater, Sohn, Heiliger Geist, wo jeder dem anderen die Ehre gibt. Also das ist kein kleiner Punkt. Paulus nimmt in Vers 11 einen Aufruf, wo er der Gemeinde sagt, im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Das Lustige ist, bei diesem Vers, wir haben das letzte Mal uns schon ein bisschen angeguckt, ich will jetzt hier nur einen anderen Aspekt einmal rausstellen. Im Urtext steht da drinne: seid kochend. Ich habe jetzt mal eine Frage. Hast du schon mal vor Wut gekocht? Nicht? Ja. Ich glaube, das hatte jeder schon mal von uns. Erinnere dich mal ganz kurz an so eine Situation. Wenn die Enkel da waren, ist die vielleicht noch gar nicht so lange zurück. Wie ging's dir da? Ich erzähle dir, wie es mir geht. Wenn ich kochend vor Wut werde, dann merke ich, wie der Druck in mir steigt und wie ich wirklich schon so... Ich muss aufpassen, dass ich dem anderen jetzt nicht alles irgendwie um die Birne ramme, was gerade in meinem Herzen ist. Und meistens gehe ich raus und muss irgendwie, entweder lasse ich Frust ab, ich rufe jemanden an und lasse es dann da ab. Auf jeden Fall, was mich kochend vor Wut machen lässt, ist, ich werde aktiv. Punkt. Das andere kochend, was mir als Bild kam und was, glaube ich, jeder kennt, ist der Teekessel. Das haben wir bei uns jetzt relativ selten, aber es gibt so einen Kessel, den kannst du auf deinen Herd packen. Der hat vorne so eine Verengung und wenn der kocht, dann macht er so tschst. Ne, da ist Druck drauf. Und er macht richtig Terz und Lärm. Also was Paulus hier eigentlich sagt, wenn ihr brennend im Geist seid, dann ist es etwas, was in euch einen Druck entfacht, der euch zum aktiven Handeln führen will. Der Geist ist nicht jemand, der auf der Couch sitzt und sagt, oh ja, noch eine Runde Netflix. Chillig. Nee, der Geist ist etwas, der wie beim Kochen vor Wut in dir kocht und sagt, ey, ich will aktiv werden, ich will, dass die Leute mich kennenlernen, ich will, dass sie meine Liebe erleben. Der Geist ist etwas, wenn er in uns brennt, der aktiv werden will. Und das ist so dieser Punkt, wie schaffen wir, dass dieses brennende Feuer in uns eigentlich empfacht wird. Ich glaube, das geht nur immer wieder über die Begegnung und Beschäftigung mit der Bibel. Dass wir in der Bibel lesen und erfahren und erleben, wie Gott uns sieht. Und dass wir in dem Gebet sagen, Heiliger Geist, bitte entzünde uns. Und dass wir ihm auch Raum geben und sagen, ey, brennen uns und mach uns wirklich zu Tätern des Wortes und nicht nur zu Hörern. Und sei in uns aktiv. Ich glaube, wir brauchen das immer wieder, dass wir diese Gegenwart aufsuchen und darin verweilen. So ein Teekessel, der braucht schon so eine gewisse Zeit. Je nachdem, wie viel Kalk da drauf ist, braucht der auch schon mal ein bisschen länger. Also ne, ich habe jetzt keinen Teekessel, aber ich habe so einen Wasserkocher. Da gab es schon himmelweite Unterschiede. Vorne und nach dem Kalken. Ich merke das auch, dass in meinem Herzen Kalk ist. Manchmal sind meine Sehnsüchte des Herzens so tief vergraben, dass es erst mal Zeit braucht, bis Jesus die Schaufel in die Hand genommen hat, um das auszugraben. Und dass ich dann nachher sagen darf, Jesus, ey, dieses Loch, diese Sehnsucht, bitte füll du es. Und in Bezug zum letzten Punkt habe ich eine These. Ich glaube, da, wo wir wenig lieben, ist wenig Heiliger Geist. Da, wo wir nicht lieben, ist gar kein Heiliger Geist. Das ist meine These. Ich glaube, da, wo wir wenig lieben, ist wenig Gottes Gegenwart. Ich glaube, da, wo wir wenig lieben, da herrscht ein anderer Wind, ein anderer Geist. Da ist der Geist des Richtens. Wenn wir kochend vor Wut sind, habe ich viele Argumente gegen den anderen. Da, wo ich wenig liebe, ist der Geist des Egoismus, dass ich mich nur sehe. Und wir brauchen immer wieder diesen Perspektivwechsel. Wir sagen, Jesus, hey, bitte erleuchte unsere Motive und zeig mir, wie du die Dinge siehst. Dem einen oder anderen, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesammelt erzählt habe, habe ich das schon mal erzählt. In meiner Zeit in Tabor wurden wir in so Kleingruppen eingeteilt und die wurden von Mitarbeitern
der Hochschule geleitet. Und ich bin ehrlich, wenn es so enge Strukturen gibt, dann bin ich jetzt nicht der Freund, der sagt, ich beug mich dem. Sondern eher derjenige, der sagt, wenn du mich eng machst, dann mache ich mich breit. Und ich habe rebelliert. Und ich bin mit dem Leiter von meiner Koino, so heißt es, Gemeinschaft auf Deutsch, mit dem Leiter von meiner Koino bin ich aneinander geraten. Und wir haben Kämpfe gehabt, wirklich noch und nöcher. Wir haben Gräben ausgehoben und unsere Dinge vorbereitet und losgelassen. Und mein Herz war so voller Wut und so voll von dem Richtgeist, dass ich gar keinen Blick mehr dafür hatte. Und was 2 Jahre lang machen, wenn du mit diesen Gedanken alleine bist mit deinem Herzen, das ist unglaublich. Und ich erzähle jetzt eine Situation, die für mich so einen Turn gebracht hat. Und zwar war ich duschen. Ich gehöre zu dieser Gruppe, ich dusche gerne heiß und lange. So, ne? Ich gehe wieder raus wie so ein Krebs aus der Dusche. Und Dusche ist für mich so ein Punkt, da kann ich entweder entspannen oder gut über andere ablästern. Anyway. Und ich war da und genau wie das Wasser kochend war, so war ich kochend in mir drinne. Und dachte, hey Jesus, dieser Typ und Mann, hast du nicht gesehen? Und ich würde jetzt diese Dinge nicht sagen, weil ich darf sie von hier vorne nicht sagen. Sie fangen mit A an und mit S an und ja, hast du nicht gesehen. Und ich war voll am Abhetzen über diese Person. Und auf einmal kickt der Heilige Geist rein, wirklich mit dem einen Gedanken, der von der Seite reinkam und sagt, Daniel, glaubst du nicht auch, dass ich für diese Person gestorben bin? Alter. Erste Reaktion war, Jesus, Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Wirklich, kann ich mich nicht mal in Ruhe auflegen. Ich habe aufgehört zu duschen. Punkt 1 ist, Gott ist immer da. Aber Punkt 2 ist, dass die Person, die du ablehnst, Gott annimmt. Dass die Person, mit der wir Herausforderungen haben, Gott trotzdem gesagt hat, das ist mein geliebtes Kind. Und dass die Zusagen in der Bibel genauso stimmen für den anderen wie für mich. Und was wir brauchen in diesem Miteinander ist immer wieder diese Auseinandersetzung mit dem Heiligen Geist. Und dass wir wirklich das brauchen, dass er uns eine neue Perspektive gibt. Also dieser nächste Punkt, wir brauchen das, dass wir angesteckt werden von diesem Feuer des Heiligen Geistes. Und dann sehen wir das in Vers 12, dass sowas wie ein Einschub kommt. Und Paulus schreibt da, seid fröhlich in der Hoffnung, im Bedrängnis haltet stand und seid herrlich im Gebet. Es gibt so aus dem Pietismus so einen richtig schönen Satz, der irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch heute noch das Bild von Gemeinde prägt, der heißt, wer das Bein zum Tanze regt, dem wird zum Himmel abgesägt. Kennt das irgendjemand? Nee? Ja, hier ein bisschen, genau. Aus der pietistischen Strömung, da kommt dieser Spruch her, ne, wer das Bein zum Tanze regt, dem wird zum Himmel abgesägt. Und das ist irgendwie so, wo sie gesagt haben, okay, halte ich bloß um Himmels Willen von all dem, was da draußen ist, fern. Aber was er eigentlich auch sagt, ist vielleicht, was viele als Bild haben, dass Gemeinde kein Ort der Freude ist. Aber eigentlich ist Gemeinde der Ort der Freude in seiner Reinstform, weil wo kannst du dich freuen, dass dein Leben weitergeht als in der Gemeinde? Wo kannst du dich über die Zusagen und Verheißungen mehr freuen als in der Gemeinde, wo das alles zutage tritt? Und wo kann es dein Herz mehr entfachen, als wenn du in der Bibel liest, dass du Gottes geliebtes Kind bist? Dass dieser mega große und geniale Gott dich trotzdem irgendwie geschaffen hat und gesagt hat, ja, ich hab Bock auf dich. Ich finde es cool, wenn er noch auf die Welt kommt. Brauche ich's? Nein. Habe ich Lust drauf? Ja. Und was für eine Zusage haben wir, dass wir in dieser Beziehung jetzt schon leben dürfen, die erst am Ende des Tages oder am Ende unseres Lebens wirklich zutage tritt. Und das ist eine Hoffnung und eine Zusage, die vor allem auch da in Bedrängnis zählt. Die unabhängig ist von den Situationen und Momenten um uns herum, sondern die über die Zeit hindurch Bestand hat. Und vor allem, dass wir in Bedrängnis uns ins Gebet flüchten dürfen. Also nur eine kleine Randinformation: Gemeinde
ein Ort der Freude. Und wir kommen jetzt zum letzten Vers und zum letzten Punkt. Und Paulus schreibt da zu ihnen: Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen und übt willig Gastfreundschaft. Und den Punkt, den ich herausnehmen will für uns, ist Anteil haben am anderen. Ich glaube, wir haben die Herausforderung, dass wir als Menschen dazu neigen, uns von Dingen zu distanzieren. Weil wir auch nur eine gewisse Kapazität haben. Das kennst du vielleicht beim Fernsehgucken, bei den Nachrichten. Wo du halt dann reinguckst, Lea ist dann noch ein bisschen besser als ich drinne, die nimmt das dann auch wirklich mit, aber spätestens nach 3-4 Stunden ist dann nicht mehr viel mit Anteilnahme. Wenn wir Familie sind, wie Paulus es beschreibt, dann haben wir die Herausforderung, Anteil wirklich zu nehmen am Leben des anderen. Über diese Frage, wie geht's dir, uns nicht damit zufrieden zu geben, wenn der andere sagt, gut. Und sagen, wirklich? Und der zweite Punkt beim Anteil haben ist Anteil geben. Das ist meine Frage, können wir Anteil geben? Wie es uns geht in unserem Herzen? Mit den Zweifeln, die wir vielleicht auch am Glauben haben, mit den Problemen, die wir vielleicht in der Ehe haben, mit unseren Kindern oder auch ganz persönlich. Sind wir als Familie so gut, dass wir diesen Rahmen der Geborgenheit schaffen, dass andere Anteil geben? Das ist vielleicht die nächste Frage. Schaffst du es, Anteil zu geben und den Leuten einen Vertrauensvorschuss vorzuschießen? Anteil haben, Anteil geben und Anteil nehmen. Ich möchte es nochmal herausstellen, dass jeder von uns das Klima der Gemeinde prägt. Mehr als man vielleicht selber glaubt. Und es fängt damit an, dass wir zuerst unsere Beziehung zu Jesus intensivieren können, dürfen, um dann nachher zu lieben. Die Gemeinde und die Leute darüber hinaus. Und das ist vielleicht meine Frage, die ich dir vorhin schon gegeben habe, und damit möchte ich schließen, ist, welchen Beitrag, was liegt dir Jesus aufs Herz, kann für dich sein, dass wir dieses Klima in der Familie kriegen? Und wo brauchen wir vielleicht auch noch einen Perspektivwechsel auf den anderen? Genau. Jetzt bitte ich die Band einmal noch nach vorne, wir singen noch ein Lied und dann gibt es noch den Segen.